Leute, Retro Joe ist am Start und heute gibt es Wrestling Action und zwar das einzige WCW-Spiel der, meines Wissens nach zumindest, der 16-Bit-Generation auf dem Super Nintendo WCW. Ladies and Gentlemen, FCI presents WCW Super Brawl Wrestling. Super Brawl Wrestling, genau wie, ich glaube, es war Tony Schiavone hier gerade gesagt hat. Präsentation gar nicht verkehrt. Na, hier digitalisierte Screenshots von den tatsächlichen Wrestlern. Heavyweight, Three Count, Three Falls. Nein, 3 Minutes. Was? Nein. One Fall. Das hier ist wohl der Schwierigkeitsgrad. Also Television Heavyweight, US Heavyweight oder World Heavyweight. Wir bleiben mal bei TV Heavyweight. Denn ich werde wahrscheinlich gnadenlos verlieren. Es ist lange her, dass ich dieses Spiel hier mal gespielt habe. Wir machen einfach mal ein Single Event. One-on-one. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Oder auch nicht. Ja, hier seht ihr das Roster. Das ist Ronson. Also hier oben ist The Natural Dustin Rhodes, auch bekannt als Gold Dust. Big Van Vader. You want Vader? Ja, genau. Ravishing Rick Rude. The Nature Boy. Ric Flair. Woo! Flying Brian Pillman. Sting. Rick Steiner. Johnny B. Bad, Scott Steiner, ja genau, ich krieg langsam auch Angst. Ron Simmons, auch bekannt als Farouk, Ricky the Dragon, Steamboat und Barry Windham, genau, ist mir gerade nicht eingefallen. Wir nehmen selbstverständlich Ric Flair. Woo! Genau, dann kriegt man hier noch so ein digitalisiertes Bild mit so einer Infokarte, wo der Special Move draufsteht, der Figure Four Leg Lock, und wir sagen ja. Ric Flair gegen Ricky Steamboat, eines der besten historischsten Matches der frühen WCW oder NWA-Ära. So, und wir sind im Ring. Ihr seht, er ist quasi in der isometrischen Perspektive. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier geht. Ich weiß nicht. Bam, sagt er. Oh. 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 Ja. Okay. Was war das denn? Ah, okay. Canadian Destroyer, glaube ich. Wow, er hat mich tatsächlich getroffen. Und nimmt mich in einen. Ich weiß nicht, was er da gerade tut, aber es sieht irgendwie eher nach Kacken aus. Es ist Tony Schiavone. Oh, jetzt habe ich fast den Referee hier getreten. Ich habe keine Ahnung, was die Kollisionsabfrage hier bezwecken soll. Okay, Tombstone! Ric Flair mit dem Tombstone, wer kennt es nicht? Das war ein wahrscheinlich Armdrag. Ein German Suplex? Okay. Also die reinen Animationen sind ja gar nicht übel, finde ich. Die Treffergeräusche sind allerdings katastrophal. Das klingt wie als wenn man auf einen nassen Sack haut oder so. Und wieder der Tombstone von Ric Flair. Alles klar. Oder soll das ein Body Slam sein? Also. Ich weiß es ja nicht. Ich bin fasziniert und erschüttert zugleich. Da hat er daneben gecovert. Wollte ich ihn gerade aufnehmen. Suplex! Das ist ein schöner Move. Ja, das kann ich auch. Ihm einfach aufs Gesicht treten. Oh, Leute, Leute, ey. Bin ich froh, dass es damals noch die Acclaim-Videospiele von der WWF gab. Weil das hier ist ja echt nicht so geil. Auch wenn das Publikum eigentlich ganz cool aussieht. Ich finde es gut, dass hier ein Referee mit rumläuft. Ich weiß nicht, da oben, ich habe so eine Special-Leiste. Glaube ich. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. Also seid mir bitte nicht böse, wenn ich hier keinen Finishing-Move hinkriege oder so. Wow. Oh, er hat mich gerade mit dem Special-Move getriggert. So wie das aussieht. Weil er hat jetzt ein Special-Ding weniger.
L und R ist beides laufen. Wieder der Canadian Destroyer. Ja, Ric Flair ist World Television Champion. Mann, ist der Gürtel hässlich. Da hätten die sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Eieiei. Komm, eine Runde machen wir noch. Aber so richtig geil, seht ihr ja selber, ist das Spiel irgendwie nicht. Da waren die Games von Acclaim. Sie waren doch von Acclaim, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Oder waren die von LJN? Ich weiß es nicht. I'm bad! Ja, komm, wir nehmen Vader. I want Vader! Mit der Powerbomb als Finisher. Vader Time! Gegen Ric Flair. Vader Time! Wisst ihr Bescheid? Wenn Vader hier etwas. Er hat dieselbe Körperform wie Ric Flair, nur mit Bauch. Das ist nicht richtig. Die haben ihm einfach nur eine Kugel vorne dran montiert, so wie das aussieht. Hat er dieselben Moves? Okay, das war ein Body Slam von Ric Flair. Ja, er hat auch den Canadian Destroyer. Nein, er hat einen Backbreaker. Das ist was anderes zumindest. Ich glaube, das, was ich die ganze Zeit als Canadian Destroyer bezeichne, ist hier wahrscheinlich einfach nur ein Small Package. Was macht der Knopf? Der Knopf macht gar nichts. Ah, auch Vader macht den Dropkick. Auch Vader macht den Tombstone. Das wird wahrscheinlich ein Body Slam sein. Sieht aber aus wie ein Tombstone. Ja, ob das Roster für die damalige Zeit wirklich angemessen war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. WCW hat für mich damals noch nicht stattgefunden. Und ich kannte außer den Steiner Brothers keinen von den Leuten, die jetzt hier dabei sind, bevor das nicht in Deutschland... Wieso kann der denn jetzt schon den Figure 4 Leg Lock? Ich habe doch noch jede Menge Leben gehabt. Wie bei Terminator. Ja, Leute, WCW Fall Brawl, nee, Super Brawl. Stay away from this game. Das war's von mir. Retro Joe out. Bye, bye.